Völlig unerwartet verstarb Elmar Wepper am 31. Oktober 2023 an Herzversagen. Bis zum Tod an seiner Seite seine Lebensliebe Anita. Zeit seines Lebens wurde der Schauspieler nie müde, von seiner großen Liebe zu schwärmen. Wir sind die Alles-Zusammenmacher, betonte Elmar Wepper gegenüber Neuer Woche seine starke Verbindung zu Ehefrau Anita. Der Schauspieler wurde jahrelang als Heiratsmuffel abgestempelt. Erst mit 60 traute er sich. Warum? Das weiß ich auch nicht so genau, versuchte er seine Entscheidung 2015 im Interview mit Neue Woche zu begründen. Irrationale Ängste. Vielleicht glaubte ich, dass ich mich meiner Freiheit berauben würde. Aber als ich Anita 1997 kennenlernte, habe ich gespürt, sie ist die Richtige für mich. Und sein Gefühl sollte ihn nicht enttäuschen. Bis zu seinem Tod war Anita an seiner Seite.